So, Finale gibt es natürlich auch noch heute bei mir, genauso wie die ganzen anderen Spiele. Und wir sind jetzt im Upper Bracket Halbfinale, genauso wie vorhin. Also da das nur vier Teams sind, ist es eigentlich noch nicht so kompliziert aufgebaut. Der Verlierer trifft dann auf Navi, der Gewinner muss gegen Nip ran. Alles Best of One. Wie das Finale ist, weiß ich irgendwie nicht. Angeblich auch Best of One, aber es macht eigentlich keinen Sinn. Ist dann wahrscheinlich... Wenn er wahrscheinlich zwei Best of Ones gespielt. Oder halt das übliche, BO3 und der aus dem Upper Bracket geht mit einem Map Win ins Spiel. So wird das Ganze sich die Knives sichern, werden dann sicherlich auch CT bleiben. Und... Jo! No Playing gibt's auch weg. Also alles rechtzeitig hier weggefixt. So, bevor ich wieder getrollt werde. Steam Friends off. Ich halte auch so nebenbei ein bisschen Ausschau nach einem potenziellen Co-Mod, aber bisher hat sich danach nichts ergeben. Also endlich... What? Haben sie sich echt für die T-Seite entschieden? Und das Seltsame ist, hier connecten immer die ganze Zeit Leute drauf. Weiß nicht, wie sie das schaffen und warum überhaupt. Aber gut, hoffen wir, das Spiel wird sie nicht irgendwas gestört. Und der Aufbau von EC sehr belastig. Spielen wir wieder in Kurzkontakt. Probier, deckt aber überall erstmal ab. Erwarten da schon eine Art Push. Die Bombe bei Fox lässt also eher auf einen Argo hindeuten. Der Jay-Spieler spottet die ganze Zeit, deswegen da auch jetzt nachgesmoked worden und sich eben wirklich keine A. Steht EC gar nicht so gut dagegen. Na, wer ist der zweite? Taz ist halt auch super weit weg. Einzig Lord, der hier ein bisschen Damage jetzt vielleicht setzen kann. Taz konzentriert sich auch noch weiter auf die Mitte. Also man will das Ganze hier schon über den Retake fahren. Bombe wird auch so gelegt, dass Lord da nichts hitten kann. Der Retake über Connector sehr stark. Und zwei sind da drin. Das kann auch beide Fracks setzen. Sieht nicht gut aus für die Polen. Oh, nächste Headshot. Tess hat auch keine Chance und dort kriegt auch in die Fresse direkt von Kura. Sehr, sehr starke Pistole von den Russen. Einfach ausgespielt. Netter Read irgendwie auch. Der Retake war ja nicht mal einer. Sind ja schon hier Mitte gestorben. Sind nicht mal ansatzweise auch nur irgendwie in die Nähe der Bombe gekommen. Hier auch nichts weiter gekauft. Bei Nips sieht man ja ganz gern mal eine Shotgun und eine Mac 7 oder eine P250, irgendwie sowas. Gut, sieht man jetzt auch, aber Nips spielt dann schon ganz gern mal mit den Shotguns. Wird es aber wirklich sehr kontrolliert. Waren ja auch im Bootcamp, was viele vielleicht nicht wissen. Genau für das Event hier auch. Und natürlich auch nächste Woche Copenhagen Games. Was bei EC aussieht, weiß ich gerade gar nicht. Ich denke mal aber auch, dass sie Bootcamp gemacht haben. Also, oder sie machen eins. Kann sie gerade wirklich schwer einschätzen. Ich meine, haben jetzt vor kurzem Nip online schlagen können. Vor allen Dingen in einem sehr wichtigen Spiel für sie. Jetzt nicht unbedingt für Nip, aber für EC war es ein wichtiges Spiel. Damit haben sie sich noch die EMS One Playoffs gesichert. Und ja, von daher war es nochmal ein
großer Achtungserfolg von ESC. Das erste Mal, dass sie NiP, glaube ich, geschlagen haben. Auch wenn es, wie gesagt, online war. Offline NiP immer noch ungeschlagen. Viele hoffen ja schon jetzt drauf, dass es passiert. Aber so wie NiP vorhin drüber gefahren ist, schwierig. Mal abwarten, wie dann ESC oder Virtus Pro gegen die Schweden aussieht. Diesmal ein leicht anderer Aufbau von Virtus. Richtung A direkt. Schön, wie der sich auch direkt auf diese Ninja-Kisten fokussiert hat. Wow, schöne Shots. Wow, super kontrolliert, wie das er das da oben macht. Hat er wirklich gewartet, bis die Smoke liegt. Ich bin jetzt auch noch die Nades gesessen. Auch wenn die Smoke da nicht unbedingt hilft. Aber Angel teilt da auch gut aus. 13-0 Virtus. Das waren die Runden, die man so auch erwartet hatte. Nachdem die Pistole an die Russen ging. Und wir sehen Pascha mit Ave. Habe ich jetzt in letzter Zeit nicht gesehen bei ihm. Er hat eigentlich sehr oft mit M4s gespielt. Mal gucken, wie stark er ist. Markelov war vorhin schon mal eine ziemlich gute Arme. Das konnte sich auf jeden Fall sehen lassen. Oh, hier gibt es das Smoke von das hier. Zu kurz. Ja, nicht übel. Ich glaube, hier geht aber einfach auch. Was kann. Nee. Connector hoch. Schauen, ob Lord das genauso gut handelt in der Action wie online. Boah, das sieht überhaupt nicht gut aus. Test dafür arbeitet schon mal schöne Headshots. Rettet deine Spot noch ein bisschen. Lord hält da auch seinen Arsch frei. So, einen wissen sie. Test vermutet einen anderen noch irgendwie. So, jetzt weiß er aber auch, wo beide sind. Einer im, einer im Haus und der andere irgendwo Jungle Connector. Boah, die hat schon einen Test. Alter! Was der da macht schon wieder. Krasser Junge. Alter, was der schon wieder drückt. Ist Wahnsinn. Da merkt man einfach, wie unglaublich heiß der ist. Oh, jetzt geht's schon wieder super los bei ihm. So, ich glaube, das ist ein ähnlicher Aufbau. Ich weiß nicht, ob Dosia gleich wieder die Smoke wirft. So, wird es auf jeden Fall sehr, nicht unbedingt ängstlich, aber erwarten da schon so einen Mitte-Push. Wird ja auch relativ häufig gespielt, nehmen jetzt ihrerseits die Mitte ein. Und Lord jetzt auch mal was umgeschossen da in der Action. Hat er seinen Move gespielt, kann jetzt auch Action komplett ausschließen. Kurz, sollte vielleicht eher zum B gehen. Fox jetzt im Haus. 40 Sekunden noch, also Zeit zum Verschieben bleibt. Würde zwar bleiben, aber da müssten sie schon über Keller gehen. Das sieht nicht so aus. Adrian orientiert sich auch gerade. Okay, es wird mit deiner Fake wahrscheinlich noch. Adrian in der Mitte zusammen mit Angel an der Action. Jetzt sogar eine Frag. Boah, und Age ist jetzt auch eine Frag. Aber B sind sie noch zu zweit. Und jetzt die Bombe auch gesehen. Und jetzt bleibt eigentlich keine Zeit mehr zu schieben. Neo kann das vielleicht sogar machen. Oh, bitte. Oben. Nein, er ist schon oben links. Damit hat er nicht gerechnet. Schade, wenn Neo da. Boah, das war so ein wichtiger Frag von Dossier. Wenn Neo den nämlich macht, werden die anderen keine Zeit. Hätten die anderen keine Zeit mehr, um rüber zu schieben. Die Bombe wäre down. Und Neo hätte das gut ausspielen können. Schade, Mann. ESC fliegt direkt die Anschlussrunde. Muss dementsprechend auch sparen. So, Lord schon wieder sehr aktiv dort. Holt immer super viele Informationen.
am A für sein Team. Mal gespannt, ob ESC nächste Runde direkt was umstellt. Oder ob sie weiterhin ihren Standard spielen. Och. Schöner Schuss von Angel, aber auch ein Headshot gegen von Kuben. Pasha hat dann auch den Refit gemacht. Neo macht da leider nichts mehr, auch nicht mal richtig viel Damage. Ja, Bombe wird auch da gelegt. Habe ich letztens schon gesehen. Scheint sich als neuer Standardplan zu etablieren. Ist eigentlich auch, wenn man mal ehrlich ist, eigentlich eine mit der besten Position. Vor allem, wenn man kurz nicht hat. Also wirklich guter Standardplan. Von Küche, vom Fenster kann man nicht gesehen werden, von hier nicht und von kurz nicht. Einzige vom Haus, aber da sind ja die Mates. Boah, das hagelt echt nur Gesicht von ESC, von Virtus. Adrian auch genauso heiß wie zuletzt online. Boah, die Polen haben gar nicht so viel Geld. Und sparen tatsächlich nochmal. Wird es direkt wieder mit ihrem Go Richtung A? Schade, gucken wir dann nur Speck. Ja, die Mates dann Nate werfen. Virtus fällt schon mal auf, sehr aimstark, auf jeden Fall. ESC bisher, weiß ich nicht wirklich viel falsch gemacht vielleicht. Also das Spiel steckt hier noch sehr in seiner Anfangsphase. Viel kann man eigentlich noch nicht sagen. Die nächsten Runden werden da sehr richtungsweisend sein. ESC spielt tatsächlich noch mehr in Standard. Wieder sehr aggressiv Action. Aber da muss man nur eine Demo gucken. Die von letztens. Ich weiß gerade gar nicht, gegen wen sie da gespielt hatten auf Mirage. Aber da müsste man wissen, dass Lord immer sehr aktiv da ist. Immer agiert, immer irgendwo offensiv meistens steht. Und die Soundbugs sind leider immer noch da. Aber Lord hat ein übelst gutes Pre-Aim gehabt. Gibt Adrian sogar noch Headshot mit. Boah, und Tess hat da zwar Probleme mit Dozier. Schade. Aber dass Adrian danach gut angehittet ist, spielt der ESC natürlich in die Karten. Pasha daddelt dafür meinen Geschmack ein bisschen zu sehr rein. Sehr schöne Nades. Oh, die hat Adrian gefinisht. Nochmal eine Nade gegen Cooper. Nochmal Bang-Hits. Schön. Gut gerettet von den beiden. Sehr starke Runde von Lord. Tess sah da nicht ganz so gut aus. Pasha. Aber der Rest hat es dann gerissen. Schaltet direkt mal einen Gang höher. Spiel mal was Schnelles. Und damit hat Pasha zumindest schon mal nicht gerechnet. Boah, ein Test fällt hoch. Irgendwann mal. Es sind halt Connector hoch. Boah, das ist super bitter. Lord macht das einzig Richtige. Geht da offensiv rein. Aber das macht so gut. Deckt super viel ab. Das sind solche Situationen, die super viel Teamplay, super viel. Aufmerksamkeit im Team auch erfordern. Schade, Mann. Ey, die zweite Runde, die ESC direkt abgibt, nachdem sie eine Runde geholt haben. Schönes Timing da gegen Dozier, aber Neo. Ja, sie müssen wieder sparen auf jeden Fall. Kriegen 1,5 dazu. Weil wenn Neo die Waffe durchkriegt, kann man vielleicht einen Move spielen in der Mitte. Irgendwas probieren. Und vielleicht mit Glück die Runde sich direkt wiederholen. Aber dazu muss Neo erstmal überleben.
Das macht er auch nicht. Er wirkt auch nicht so krass, muss man sagen. Tess sticht da schon von allen heraus, auf jeden Fall. Sogar. Neo mit der Waffe am B. Kronen jetzt leider rausgestorben. Schon viel zu viel riskiert, glaube ich, an der Treppe. Trotzdem. Oh, Lotte auch keine gute Pose gehabt. Also es scheint so, als ob ESC hier nicht genau wusste, wo die Gegner sind. Nach Neo jetzt am A. B schon längst raus. Diese Fake Steps wirklich unglaublich schlecht. Jetzt, was man hier alles hört. Hörte die Steps oben im Haus. Das ist echt so schlecht. Naja, wenigstens haben wir das Radar wieder. So ein ESC wird, denke ich mal, nächste Runde kaufen. Das müssen sie eigentlich. Gerade mit den zwei gesaveten AKs. Locker drin. Tascha kann selbst kaufen, Lord kann selbst kaufen. Und Gruben kann Neo legen, also wird da alles super aufgehen jetzt. So, auf geht's ESC. Richtung A. Oh, ein netter Lag. Oder eine Pause. Oh, was ist denn jetzt los? Vielleicht ist immer noch auf dem Russen-Stream und weiß, was dort abgeht. Direkt weiter. So, ein ESC aber auch. Ah, da war einer echt reingekommen. Also, ich verstehe es echt nicht, warum hier Terror und Leute reinconnecten, ob wie sie das schaffen. Dieses PW immer rauskriegen. Muss ja irgendwie ein Aircon geleakt sein oder so. Egal. ESC stackt am A ganz gut. Dort hat Timing mit der Flash rein. Ich glaube, von Tess gekommen, hat auch zwei bekommen. Sehr nice. Ja, die müsste wahrscheinlich von Tess wirklich gekommen sein. Hält er auch House-Safe, mit der Smoke gut gearbeitet. Hat da, kann dementsprechend auch. Oh, kann dementsprechend auch diese Pose einnehmen. Kura hat da keine Chance, irgendwas durch die Smoke zu machen. Es wäre so wichtig, von ESC jetzt mal sogar mit 5 Mann zu überleben. Kassiert nochmal eine Nick, Sickenade. Und Pascha finde ich den. Ah, super Runde von ESC. Sehr geiler Move, sehr getimter Move auch in die Action von Tess und Lord. Kurve ist join the Counter-Terrorist. Sag mal, sind die bekloppt? Kann nicht sein, dass sie die ganze Zeit Leute connecten. Weil ich verstehe es halt nicht, es ist doch im LAN. Sind da mehrere Leute anwesend oder? Ich hoffe es halt nicht. Kommen die da mit ihren Laptops und stöpseln sich ans Netzwerk, was natürlich auch total seltsam wäre. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Oh, das hier wirft wieder diese schöne Smoke zu kurz. B-Haus. Versucht er gerade nach Mitte was zu machen und dann über kurz oder halt B-Haus zurück. Gute Smoke. Oh, und dort hat er wieder versucht was zu machen. Kuch hat diesmal aber abgedeckt. Sehr schön gespielt von ihm.
Überzahl, aber noch kein Go erfolgt. Und da Lord gestorben ist, entscheidet man sich jetzt auch wieder zum Arzt zu gehen. Mini-Döner. Oh Gott. Und Neo hat ihn tatsächlich noch rechtzeitig gesehen. So, mal schauen, ob Tess hier diesen Go aufhalten kann. Wo sie, naja, im Haus. Oh, nur mit Timing. Aber das hatte er fast sogar. Aber Kuchen gibt Headshot. Ich sag ja, aimstark sind die Russen auf jeden Fall. Der Trend setzt sich weiter fort, scheinbar. Dass ESC eine Runde geholt, Runde holt und die Folgerunde dann immer abgibt. Was natürlich ESC jetzt in die Karten spielt, dass sie die vorhergehende Runde mit 5 Mann geholt hatten. Und somit jetzt auf jeden Fall nochmal kaufen können. Wäre die Runde davor knapp gewesen, hätte man auf jeden Fall Eco, vielleicht sogar im schlimmsten Fall, wieder Doppel-Eco machen müssen. Komische Mini-Döner. Also richtig aggro spielt die ESC nicht. Na gut, am A werden sie mittlerweile dann ganz gut abgedeckt. Aber dass man zum Beispiel nicht mal einen Mitte-Push versucht, ich meine, jetzt wäre es zu spät, aber direkt am Anfang. Wobei es natürlich auch riskant ist, ich meine, Virtus steckt da immer was ab, von daher ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass ESC weiterhin kontrolliert aufbaut und nicht unnötiges Risiko eingeht. Boah, jetzt ist die Frage, ob da kurz einer durchkommt. Jo, mit in der Küche. Boah, sehr gutes Timing von Kuben. Boah, auch krasser Schuss von Fock. Boah, was? Alter, was die für manchmal drücken, das ist krass. Boah, ich hätte Stasing gemacht. Lord läuft da. Lol. Lord läuft da, glaube ich, sogar in den Schuss, der mit Tess bestimmt war, kann ich mir vorstellen. Oh, der gute Mann. Kann jetzt eigentlich nur noch safen. Gegen 3 mit Kit zwar, aber. Ja, versucht dann noch ein paar Fracks abzugammeln. Aber. Schieben wir alle über kurz weg, über B-Haus. Selbst Kucher geht da jetzt nicht unnötig irgendwo hin. Ganze auch überleben. Das zwar auch, aber geldmäßig sieht es halt nicht gut aus. Die Sache ist, ESC. Gegen wen war das denn? Hatten sie es nicht letztens? Ja, klar, gegen LDLC war es, glaube ich, auch MS1. Lagen sie gegen LDC, glaube ich, auch super hoch zurück auf CT-Seite und haben es dann trotzdem als T noch gemacht. Was natürlich für eine grundsolide T-Leistung spricht. Vielleicht können sie die jetzt auch abrufen. Sauber von Pascha. So, und Tess vielleicht noch am A. Oh, er macht Hits. Oh, er stirbt. Und auf einmal sterben sie alle. Ach du Scheiße. Neo kann es trotzdem noch machen. Er hat sogar noch einen Nade. Nein, die würde sogar, glaube ich. Ja, Kuche wird sie finishen. Fox nicht ganz. So, sie haben. Kuche deckt halt nach hinten. Sie haben nur noch 30 Sekunden. Und sie werden jetzt auf jeden Fall auch A gehen. Und wenn Neo da bleibt. Ah, nein. Ach, wie gut wird es das macht, ey. Dass sie da weggehen, warten und jetzt langsam wieder vorgehen. Ich hoffe, Neo verschiebt jetzt nicht. So, er bleibt weiterhin am A, macht das sehr gut. Man weiß jetzt auch, wo sie sind. Oh, die Nate, wer legt? Fox legt. 16 HP, beide sind so low. Oh, hätte ihn doch mal. Oh, Fox.
Neo. Oh Mann. Da haben sie schon die Überzahl. Sieht so gut aus und dann sterben sie von Male. Ach, ist das bitter. Ist sie wirklich gerade nicht wirklich hier in Form? Vielleicht noch die vierte Runde. Damit würde man sich zumindest, könnte man sich theoretisch noch die T-Pistel erlauben abzugeben. Endlich spielt mal was richtig Offensives. Problem ist, Fox deckt da Mitte oben ab. Ah, Kuchen geht das wieder weg. Wahrscheinlich nur kurz gespottet. Oder konnte direkt ausschließen, dass da oben nichts ist. Ich sehe schon wieder einer drauf. Ey, das ist... Sag mal, ganz ehrlich, was machen die Admins denn? Das kann ja nicht angehen, dass da immer Leute drauf connecten. Da muss doch irgendwie... Irgendwie das IP-Passwort bekannt sein. Vor allem verstehe ich es nicht, wenn es im LAN ist. Und das keine große LAN ist. Warum connecten immer Leute? Ich raff's nicht. Zurück zur Runde. Bego, Erfolg, kurz sind sie gut durchgekommen. Gucken, einen Reflex gemacht. Von links, wo sie nicht bekannt. Der nächste kurz fällt auch instant. Oh. Alter, die Russen drücken sowas von krass um. 12 zu 3, der Halbzeitstand also. Und jetzt bin ich gespannt, ob es wieder so lange dauert hier, bis es weitergeht. Hoffen wir mal nicht. Denke mal, ein Spot kann ich mir erlauben und dann geht's hoffentlich schon weiter. Also bis gleich. Das wird Bug, glaube ich nicht. Ja, man muss das PW nicht eingeben, wenn man nachconnectet, wenn uns weil das PW in der Config gespeichert wird. Und wenn dann immer das gleiche Passwort gesetzt ist, muss man das PW nicht eingeben. Weil es einfach schon das Richtige eingegeben wurde. Was sind das da eigentlich für komische weiße Punkte? Weiß nicht, ob ihr die auch erkennen könnt. Oder ob es irgendwelche Grafikfehler sind. Naja, scheinbar ist wieder Pause, aber ich habe den Stream auch offen. Da geht gerade nicht so wirklich was. Ach, nur ein Standbild. Gehen auf jeden Fall ab, aber ich weiß nicht warum, weil man sieht nichts. Oh, jetzt ist der GoTV auch. Muss man kurz umschalten, nicht dass ich das Passwort und so zeige.
Ich kann im Moment direkt wieder connecten. Oh, man hat anscheinend den neuen, den Server neu gestartet oder sowas, neu aufgesetzt, keine Ahnung. Spieler sind gerade wieder am Connecten. Halbzeitstand war 12 zu 3. Von daher wird es natürlich jetzt hier ein paar Minuten dauern. Hat doch die Steam Sounds. So, die connecten wahrscheinlich auch gleich wieder. Von daher warten wir sie ab, bis wieder alle drauf sind. Und nebenbei kann ich ein bisschen in die Kommentare schauen. Da ist sie schon wieder da. Virtus lässt sich da wahrscheinlich noch von seinen Fans die Füße lecken. So, also weiter geht's in der zweiten Hälfte Virtus Pro gegen ESC. ESC hier mit einem dicken, dicken Rückstand. Drei Runden nur geholt. Virtus führt hier mit 12. Pistol ist live und ESC gucken alle zum A. Es wird auch ein Argo geben. Die Frage ist jetzt nur, ob schnell, langsam, verzögert oder sonst sowas. Ah, gibt relativ instant Go, nette Duels. Flash rein. Boah, wird direkt bestraft. Wird das pusht aber auch Mitte, das verstehe ich nicht ganz, wenn sie Mitte pusht, warum sie da auch Action pushen. Ein Push reicht ja da eigentlich. Hat man natürlich Gefahr, dass man da beiden Seiten irgendwas reinläuft, aber ESC sieht gut aus, machen hier auch die Frags. Sehr schön, das Silent vielleicht da von oben Richtung E-Kasten. Schön AD, AD, AD. Easy mit der Glock. Und hier keine Chance mehr, P2000. Sehr gut. Und ESC hält sich im Spiel, vierte Runde 4 zu 12. Und hat jetzt gute Chancen, das Spiel vielleicht nochmal wieder an sich zu reißen. Aber diesen Doppelpush eben habe ich auf jeden Fall nicht verstanden. Das ist ja eine komische Taktik. So, wieder Richtung an. Kuben gibt richtig Gas Mitte. Also auch geil. Macht da Glock Eco. Kommt ihn auch. Safe gelegt werden. Wir haben den zweiten bekommen. Letztes in der Base. Und Kuchen macht sogar seinen dritten in der Runde. Und die alle mit Glock. Super gemacht von ihm. Aber auch das Risiko, da direkt mit runter zu gasen. Das ist echt krass. Mir kommt schon irgendwie wie Nachmittag vor. Und dabei ist es gerade mal um 12. Ja, seit 7 Uhr hier ungefähr am Stream und ja, vor gut 2 Stunden ging es gerade mal los. Nein, um 9 ungefähr, um 9:30. Auch gut, Virtus stackt jetzt am A. SC Mitte versammelt. Gefährlich werden. Mal gucken, wie viel Frags sie hier kriegen. Ah, sie zielt gleich. Adrian jetzt reingedaddelt. Verstehe ich nicht ganz, warum man da, wenn man da sowieso spottet, hätte das auch oben einfach hinter der Kiste vielleicht bleiben können oder so. Vorher auf die Ansage vom Mate warten, dann rumziehen. Irgend sowas. Stelle wirklich super defensiv. Deswegen kommt ESC auch easy drauf. Können sogar die Bombe schon legen. Oh.
Ja, zwei sind low. Pascha macht den da echt noch mit 11 HP. 13-0 ESC in der zweiten Hälfte, overall 6-12. Fox mit Arme. Bei ESC auf Terror-Seite allerdings keine. Fox auch wie üblich Döner. Konnte diesmal nicht die Smoke blocken. Move, der von ihm quasi erfunden wurde. Was heißt das? Habe ich ihn das erste Mal gesehen. Kuben wirklich gerade ganz stark in dieser zweiten Hälfte. Manchmal mit gut getimten Refrag. Wir wissen, dass einer Mini-Döner ist. Und los nach Haus von. Sieht er wieder dann raus? Ja. Schiebt man jetzt auch wieder weg. Oh. Lord macht das gut. Fängt da nicht mehr Damage. Der Rest schiebt jetzt auch nach. Lord vielleicht da mal ab. Und sie vielleicht nochmal fürs Haus hoch. Boah. Gewinnt auch das Duell. Er ist dann noch am Spot. Keiner. Ich bin auch mit Low HP, wird von Neo geholt. Wo war denn der? Chang, Mini-Döner schon. Also Virtus wird gerade komplett ausgespielt. Ah, die Zeit läuft zwar hier davon, aber Base ist gesmoked. Jungle auch eingenommen. Die Runde wird auf jeden Fall an ESC gehen. Scheinen ja auch noch beide zu sterben. Ah, doch nicht. Die anderen sind übelst weit weg. Virtus verliert also die Runde. Was hier belebt. Das wird trotzdem sehr wahrscheinlich. Wobei, man könnte hier sogar was riskieren, aber. Ist die Frage, ob sie es tun. Mit Farmers Max 7 könnte man was machen, aber. Nee. Wollen da wahrscheinlich auch weiterhin mit AWP vorerst spielen. Ich sehe, weiß genau, das wird es sehr wahrscheinlich Eco hat. Bauen direkt wieder ihren Argo auf. Zu dritt über Haus. Ich ist Action. Schön, dass Pascha. Oh, super gemacht von Pascha. Dass er dann nochmal zurückkoppelt und um da wirklich nicht mit seinen Low HP zu sterben. Oh, die Russendiegel schlagen aber gerade wieder zu. Sehr gute Smokes von ESC. Oh, Fox kommt von hinten. Er deckt Lord nicht ab. Doch. Ah, okay, er ist B-Haus. A-Haus. Boah, wenn er Kit hätte. Boah, das ist ganz weit weg. Wenn er Kit hätte, hätte er sogar jetzt diffusen können. Das ist krass. Ich sehe echt gerade ein bisschen Schwein. Aber er wollte einfach nur noch an die Waffe. War auch gut gemacht von ihm. ESC verkürzt somit auf 8 Runden. 4 noch, dann ziehen sie ja gleich. Hat Fox jetzt wieder Arme? Ja. Geht jetzt mal aber ein Connector. B-Dektos hier. Sehr schön, direkt mit Prefire rum. Man will direkt auch haben. Schade für Pascha. Schöner Frag aber auch von Fox. Starker AWP bisher. So, diesmal
geht's auf jeden Fall Richtung B. Mit der Gutheit von Angel. Soll gesehen worden sein, ja. Sie hat er auch gespottet. SC, Virtus steht da jetzt eigentlich auch ganz gut. Fox wäre auch relativ schnell da mit am B. Boah. Das sind echt so krasse Fracks von ihm. So, ist jetzt Küche aber gut abgesmoked. Gibt Folge Fox da wenig Chance und das hilft ESC natürlich ungemein. Spot dadurch auch eingenommen. So, die Posis sind eigentlich auch grundsolide. Aber kein Reflect gegen Lord. Boah. Turn 1 für Kuben. Ah, er hat vorhin gute Schellen gegeben. Boah, und Fox bankt ihn sogar. Also der Junge ist unglaublich stark mit AWP in der zweiten Hälfte. Virtus sichert sich auch die erste Runde. 13 zu 8. Sollte allerdings ESC diese Runde holen. Hätten sie Virtus in der Zange. Und dann hat sich das Spiel quasi wieder gedreht. Den Aufbau. So, wieder Fox diesmal am B. Das gibt ESC vielleicht auch die Chance, da schnell Connector hochzukommen. Weil sie gut abgeflecht werden. Angel Döner. Was? Ich hab kurz wahrscheinlich den Frag gemacht. Adrian auch am A-Lord gemacht, der da. Wollte er raus? Ah, er war schon raus. Ja, wahrscheinlich hat er gerade ein Eck gecheckt und wurde dann von Adrian gefrackt. Die restlichen orientieren sich gerade Richtung A. Noch einer gefallen, also sie kippen hier gerade jeder einzeln. Die stehen da auch über Kreuz. Ja, oh, Gru hat sie da einfach rum, verstehe ich nicht ganz. Letzter. Und Virtus holt zwei Runden in Folge. Und das ist was, was ESC nie geschafft hat, vorhin in der ersten Hälfte. Haben jetzt somit schon ihre 14. Runde safe. ESC muss sparen. Sollten sie die Runde verlieren, haben sie Eco. Aber das können sie sich natürlich nicht erlauben. Also sehr wichtige Runde für Virtus. Wenn sie die machen, dann haben sie das Spiel eigentlich schon so gut wie gewonnen. ESC entscheidet sich für einen Argo. Oh, Virtus nimmt die Mitte ein. Da gibt es auch die Flash. Jetzt ist die Frage, aber durchschleicht über Base. Scheint so. Gegenflash oben aufs Dach. Wart viel zu früh. Kann aber einen machen. Er ist mit Reflex zusammen mit Neo. Gute Smokes. Boah. Der Tesla lacht sich aber. Ein geiler Molly von Virtus. Zu viel Risiko von Angel. Da war aber ESC schon sehr weit vorne. Damit hat er wahrscheinlich auch nicht gerechnet. Oh, es ist so gut, dass ESC hier die Runde holt. Somit bleibt es weiterhin spannend. Ja, safen. Wenn sie safen, können sie wirklich nochmal. Ja, vielleicht sogar ohne Safe könnten sie. Und würden sie wahrscheinlich auch kaufen. Ach so, ekelhaft. So, aber gut, dass ESC hier noch die Ava rausholt. Ah, Fox hat aber genügend Geld, um sich da eine neue zu leisten. Hat auf jeden Fall Mitte gesmoked. Oh, die kam nicht an. Oh, ein Angel riss. Ach, super gemacht von Angel. Er hat sich da auf jeden Fall gemerkt, dass ESC super schnell über Keller mal aufbaut. Diesmal allerdings nicht der Fall. Und nutzte halt auch die Smoke, die eigentlich für die TS
spricht. Oder von der These zumindest geworfen wurde. Minifake am A und dann Instant der B-Go. Die anderen beiden Spieler brauchen jetzt natürlich super lange, um da zu schieben. Angel von Taschenlein bitte machen. Ist da halt T-Base am Blocken. Und auf sie halt auch B ist fort. Alter, 5er Runde von Virtus, die hier so mit ihr Draw machen. Unglaublich stark gespielt. Ob das wirklich so gut ist? Also. Ja, klar, kann's gut sein. Wenn da nur einer am B ist, der dann direkt fällt, dann kann man das auch zu dritt halten. Die anderen zwei schieben dann nach. Aber dadurch, dass Mitte schon gepusht war, keine Chance für ESC. Wird es echt gut unterwegs. Oh, nett die Nate verworfen. Sie hätte sonst gesessen. Gucken, versucht wieder was Schnelles. Ganz frei. Paschum hat auch noch einen mit Diegel. Dann noch kurz. Oh, eine Bombe ist, glaube ich, gerade gefallen. Ne, die ist an kurz. Kuben über Base. Oh, er stirbt noch. Das wird nochmal richtig knapp. Zumal ESC auch keine Smoke mehr hat für Base. Somit kann Krucher da auch gut arbeiten. Fox schiebt auch rüber. Nennt sich Taz mit Timing, macht er vielleicht. Oh, Fox passt da auf. Oh, wenn Taz jetzt noch rumzieht. Boah. Schön gemacht von Taz, da die Flash genutzt. Ich weiß genau, wo einer ist. Oh, und er verliert's. Super, super krass gespielt von Virtus. Neo im 1-on-2. Kann nur davon die Bombe legen. Eine schiebt sogar nochmal über Base. Über Küche. Über Döner. Oh, Neo kommt nicht ins L rein ungesehen. Aber wäre sowieso nicht so eine gute Pose gewesen. GG ESC verliert gegen Virtus Pro. Gegen das Heimteam. Und rutschen somit ins Lower Bracket. Demzufolge stehen die Partien fest. Wir werden sehen,